Ja, hallo liebe Freunde und Feinde. Ich habe ja schon angekündigt, dass ich gerade was zum Thema Wilhelm Gustloff mache. Ich habe einen Vortrag vorbereitet, der ist allerdings sehr lang geraten. Ich habe das zur Probe gehalten, diesen Vortrag. Und da wurde schon gesagt, ich soll mich etwas kürzer fassen und nicht so viele Daten im Einzelnen nennen, ne? Also ich habe teilweise Befehle genau mit Kürzel, mit Datum, mit Uhrzeit genannt. Da meinten viele, es soll das ein bisschen kürzer halten. Habe ich gesagt, jo, Dankeschön, Kritik angenommen, machen wir. Ich will jetzt euch diesen Vortrag einmal kurz durchsprechen. Einmal, dann habt ihr auch was davon. Zweitens, dann vielleicht habt ihr Ideen für mich, Ergänzungen und so weiter. Wie gesagt, ich gehe nicht auf alle Einzelheiten, die bekannt sind, ein. Dann würde ich hier wahrscheinlich 3 Stunden sitzen. Das ist natürlich viel zu lang. Ich mache immer diese Vorträge recht gerne. Ich werde mal gefragt, kann ich dazu was sagen? Ja, bereite ich mich vernünftig vor. Ich habe zum Glück eine sehr gute Bibliothek, dass ich auch mal mehrere Quellen nehmen kann. Und ja, interessant ist es dann immer, wenn ich Punkte sage, die mir wäre sehr wichtig sind bei diesem Vortrag. Kann es natürlich sein, dass dann für die Audienz, für die Zuschauer, dieser Punkt eigentlich völlig uninteressant ist. Und dann gibt es wieder Punkte, die sind für mich so eine Nebeninformation, und da springen die voll drauf an. Und da muss man immer so ein bisschen gucken und beim nächsten Vortrag dann überlegen, baue ich das ein, ändere ich das ein bisschen. So, Thema wird sein 30. Januar 1945, die Versenkung der Wilhelm Gustloff als Schwerpunkt. Und gerade diese Wilhelm Gustloff ist so ein emotionaler Schmelzpunkt für ganz viele, gerade in Deutschland. Es gibt so 2 Punkte. Wenn man darauf zu sprechen kommt, dann drehen manche völlig rund. Das ist einmal der Untergang der Wilhelm Gustloff, die Versenkung der Wilhelm Gustloff und das ist die Bombardierung von Dresden im Februar 1945. Und während es bei der Bombardierung von Dresden 1945 gerade in Bezug dieses Vorwurfs des Kriegsverbrechens tatsächlich unterschiedliche Meinungen gibt, unterschiedliche rechtliche Auslegungen der Sache, ist bei der Wilhelm Gustloff die Sache eigentlich recht klar. Trotzdem glüht gerade Facebook und so zu diesem Zeitpunkt mit diesem Vorwurf, das war das abscheulichste Kriegsverbrechen überhaupt. Was sicher ist, die Versenkung brachte den größten Einzelverlust an Menschenleben bei einem Schiffsunglück. Ne? Fast 8000 Menschen sind gestorben. Genau wird man es nie erfahren, weil man einfach die Zahlen nicht weiß, die wirklich am Ende mitgefahren sind. Ich werde also einmal eingehen auf diesen Begriff KdF. Was ist überhaupt Kraft durch Freude? KdF. Wir werden uns das Schiff ansehen. Ich werde das Schiff beschreiben. Kurz den Weg skizzieren, die Gustloff im Krieg und die letzte Fahrt, der Untergang. Wir beginnen mit der Machtübernahme. Und zwar relativ mit das Erste, was die Nazis gemacht haben, das war, alle Gewerkschaften zu verbieten und eine Einheitsgewerkschaft zu gründen, die Deutsche Arbeitsfront. Und die Deutsche Arbeitsfront, das war eine Vertretung, eine Einheitsvereinigung aller Arbeitnehmer im ganzen Reich. Und man hat die Gewerkschaften verboten, die DAF, die Deutsche Arbeitsfront, gegründet und sofort das Streikrecht abgeschafft. Es durfte nicht mehr gestreikt werden. Die Arbeitskraft aller Deutschen sollte danach nur nach den Erforderlichen des Reiches ausgerichtet sein. Es sollte also vermieden werden, dass Firmen, Konzerne oder auch einzelne Handwerker oder Dienstleister irgendeine Tätigkeit durchführten, die gegen die Interessen des Reiches war. Man hat sich aber damals schon überlegt, wir müssen ein Belohnungssystem einführen. Und man hat dazu am 27. November 1933 die Kraft durch Freude gegründet. Kraft durch Freude, KdF, sollte den Arbeitnehmern eine Erholungsmöglichkeit geben oder anbieten, staatlich unterstützt durch zum Beispiel Hotelaufenthalte in den Alpen,
also im Deutschen Reich, Urlaub zu machen. Es wurde angeboten, ein Sparmodell, um sich den Kaufpreis für ein Auto anzusparen, dass dann, wenn man diese Sparleistung getätigt hat, soll das Auto ausgeliefert werden. Das war dieses KDF-Auto, kennen wir heute unter Volkswagen Käfer. Da konnten wir Käfer her. Und um eine besondere Belohnung für Arbeitnehmer zu schaffen, wurde eine Reederei gegründet. Deutsche Arbeitsfront Reederei GmbH, 20. Juli 1934 gegründet. Man hatte dazu Schiffe erst gechartert und dann zwei Schiffe in Auftrag gegeben, die als KDF-Schiffe konstruiert wurden. Und zwar war das die Wilhelm Gustloff und deren Schwesterschiff die Robert Ley. Und das erste Schiff, das auf Kiel gesetzt wurde, das war die das MP Wilhelm Gustloff. Jetzt könnt ihr sagen, MP Wilhelm Gustloff, Moment. Ja. Das heißt, das Motorpassagierschiff Wilhelm Gustloff. Das war der offizielle Name, MP Wilhelm Gustloff. Schiffe sind natürlich weiblich und daher heißen, wenn man ohne die Bezeichnung, die Typbezeichnung spricht, sagt man natürlich die Wilhelm Gustloff. Klar. 1. Mai 1936 war die Kiellegung, Schiffsbau Nummer 511 bei Blohm und Voss in Hamburg. Das Interessante daran, es war das erste Einklassenpassagierschiff der neuen Geschichte. Einklassenpassagierschiff bedeutet, es gab eine Klasse, alle Kabinen in dem Schiff waren gleich ausgestattet. Es gab keine erste Klasse, es gab keine Luxusklasse, es gab keine dritte Klasse. Alle Schiffe waren gleich. Und das war ein sehr intelligenter psychologischer Trick. Man wollte damit den Arbeitnehmern registrieren oder zeigen, dass alle Arbeitnehmer im Reich für das Reich gleich wichtig sind. Das war der Sinn dahinter. Das heißt, der Firmenchef, der einen Platz auf der Wilhelm Gustloff oder der Robert Ley parallel bekam, hatte dieselbe Kabine wie sein Dreher oder, ja gut, die Putzfrau in Anführungsstrichen. Stapellauf am 5. Mai 1938 und dort wurde auch die Schiffstaufe gefeiert. Der Namensgeber Wilhelm Gustloff, wer war das? Wilhelm Gustloff war der Landesgruppenleiter der NSDAP-Auslandsorganisation in der Schweiz und wurde am 4. Februar 1936 durch einen jüdischen Attentäter in der Schweiz ermordet. Hitler verbot daraufhin alle Rachemaßnahmen gegen die Juden, weil er die kommenden Olympischen Winterspiele in Garmisch-Partenkirchen nicht belasten wollte. Und es gab da in der Folge auch keine Aktion der SA gegen die Juden. Der Mann Wilhelm Gustloff wurde im Sommer 36 in die Reihe der Blutzeugen der Bewegung aufgenommen, als besondere Auszeichnung. Und man suchte nach einem Namen für das erste Kreuzfahrtschiff der Deutschen Arbeitsfront. Und die DAF wollte eigentlich das Schiff Adolf Hitler nennen, aber das hat Hitler abgelehnt. Und dann hat man überlegt, Wilhelm Gustloff wurde gerade in die Blutzeugen der Bewegung aufgenommen. Also hat man gesagt, dann nennen wir das neue KDF-Schiff, das Kreuzfahrtschiff sollte dann Wilhelm Gustloff heißen. So. Die Indienststellung war am 15.03.38. Und die deutschen Schiffe, alle deutschen Schiffe damals, hatten eigene Unterscheidungssignale, die sie als Flagge im Frieden führten. Und das deutsche Unterscheidungssignal der Wilhelm Gustloff lautete der JVZ. Und diese Signalflaggen wurden dann auf der Fahrt gezeigt. Die JVZ war auch das
Der Rufname der Wilhelm Gustloff im Frieden. Die Wilhelm Gustloff hat 25 Millionen Reichsmark gekostet. Das war damals eine unglaubliche Summe Geld. Sie war 208,5 Meter lang, 23,05 Meter breit. Und die Verbrennung betrug 25.484 Bruttoregistertonnen. Die Besatzung betrug 424 Mann. Und es konnten 1461 Fahrgäste mitfahren. Und für diese Fahrgäste standen ein, zwei und vier Bettkabinen zur Verfügung, dass ein Alleinstehende, dass Paare oder auch Familien mitfahren konnten. Und ich sagte es, alle Kabinen waren gleich ausgestattet. Und im Ausland kam der Entwurf tatsächlich gut an. Natürlich gab es damals so Fachzeitschriften, die über Schiffsneubauten berichteten. Und da kam die Wilhelm Gustloff sehr gut an. Der Entwurf wurde als super dargestellt. Die Linien waren sehr schnittig. Die war seefest, sehr seegängig, gut seegängig. Und im Ausland fand auch dieser Entwurf viel Lob, viel Anklang. Die Jungfernfahrt am 20. April 1939, Hitlers Geburtstag, führte die Passagiere bis nach Madeira. Normal dauerten die Fahrten so 2, 3 bis maximal 4 Wochen. Dann wurde wieder zurückgefahren und die nächste Ladung an verdienten Arbeitern wurde dann geladen. Also fuhr man wieder los auf die nächste Tour. Als die Wilhelm Gustloff wieder zurück war von ihrer Madeira-Tour, sammelte man alle damals bestehenden 7 KDF-Schiffe, also Wilhelm Gustloff, Robert Ley und andere, die da was allerdings Umbauten waren aus älteren Schiffen. Und man baute einen Konvoi, man bildete einen Konvoi, fuhr nach Vigo in Spanien, wo man nach dem Sieg der Faschisten unter Franco die Legion Condor zurückholte. In dieser Zeit war es also eher ein Truppentransporter, war offiziell aber immer noch ein Kreuzfahrtschiff. Am 22. August 1939 brach die Wilhelm Gustloff auf in die norwegischen Schärengebiete, in diese Küstenlandschaft mit den kleinen Inseln. Und der Leiter der Deutschen Arbeitsfront, Robert Ley, der der Namensgeber des zweiten Schiffes war, er lebte noch und hatte trotzdem schon ein Schiff nach sich benannt, verabschiedete die Wilhelm Gustloff und es ist überliefert, dass ein Ticket in einer Ein-Mann-Kabine 51 Reichsmark kostete. Das war staatlich gefördert, war sehr gering, sodass sich auch tatsächlich ein einfacher Arbeiter diese 51 Reichsmark zusammensparen konnte. Während der Norwegenfahrt braute sich schon der Krieg am Himmel zusammen. Und am 25.8. früh morgens erhielt der Kommandant, der Kapitän, ne, das Funktelegramm QWA-7. Das war so, jeder Kapitän bekam beim Auslaufen einen versiegelten Umschlag mit Funkschlüssel, Codewörtern und vorbereiteten Befehlen. Ne, die hat er dann in seinem Safe, in seiner Kabine, in seiner Kajüte. Und QWA-7 hieß Kriegsgefahr, von geplanten Routen abweichen. Seitens der Wilhelm Gustloff wurde dann sofort Funkstille gewahrt. Und man versuchte abseits der normal bekannten Reiserouten sich auf den Weg nach Hamburg zu machen. Und allerdings am 25.8. war die Wilhelm Gustloff bereits auf dem Heimweg. Also man bewahrte Funkstille, fuhr abseits der normalen Linien, versuchte sich also unsichtbar zu machen und im Kriegsfalle, um halt im Kriegsfalle nicht von Gegnern erwischt zu werden. Am 26.8. früh morgens, an diesem Tag war eigentlich der Überfall auf Polen geplant, da sollte er stattfinden, traf der Befehl
über Funktelegramm QWA9 ein. Und der besagte, alle Möglichkeiten nutzen, um innerhalb 7 Tagen Heimathafen zu erreichen. Dieses innerhalb wurde so oft genug benutzt als Ersatz für das Wort innerhalb. Also alle Schiffe sollten innerhalb von 4 Tagen einen Heimathafen erreichen. Und wenn das nicht der Heimathafen war, dann einen anderen deutschen Hafen. Allerdings lief am Abend des 26. die Wilhelm Gustloff schon in den Hafen ein. Und zwar in Hamburg, der Heimathafen. Und mit diesem Tag wurden auch alle KDF-Reisen eingestellt. Das heißt, alle Schiffe gingen zurück in die Heimathäfen und alle gebuchten Reisen wurden abgesagt. Und am 1. September 1939 begann offiziell der Zweite Weltkrieg in Europa. Das ist so ein Thema, ne? Wann begann er wirklich, rechnerisch? Allgemein historisch anerkannt ist der 1. September 1939. Und die Wilhelm Gustloff und die Wilhelm Ley, das waren ja zwei Schwesterschiffe, wurden in Hamburg ab 4. September 1939 als Lazarettschiff umgebaut. Kapazität war 500 Betten, also jedes Schiff 500 Betten. Und der Deckname der Wilhelm Gustloff war LZD, Lazarettschiff D. Und so wurde sie in dieser Zeit, wo sie als Lazarettschiff fuhr, auch gerufen. Und am 5. Mai 1940 wurde sie notifiziert als Lazarettschiff. Kommen wir gleich noch zu. Und sie führte mehrere Verwundetentransporte von Oslo nach Kiel und Swinemünde durch. Als Lazarettschiff gab es ganz genaue Vorgaben, wie ein Lazarettschiff gekennzeichnet sein muss. Und zwar ist das im Genfer Abkommen vom 18. Oktober 1907 schon vertraglich festgelegt worden. Die ganzen Schiffsaufbauten überhalb der Wasserlinie wurden weiß angestrichen. Rein weiß, wie es so schön heißt. Also weiß angestrichen. Am Schornstein wurde ein rotes Kreuz, ein großes rotes Kreuz gemalt auf beiden Seiten. Außerdem bekam das Schiff einen grünen umlaufenden Farbstreifen. In der Vorschrift steht 1,5 bis 2 Meter breiten Streifen in grün. Bei der Wilhelm Gustloff war der Streifen 1,5 Meter breit. Dazu wurden dann der Name, die Daten und eine Silhouettenzeichnung des Lazarettschiffes an alle kriegsführenden Mächte übermittelt. Und später, wenn das Schiff als Lazarettschiff gefahren ist, mussten dem Gegner auch alle Fahrten bekannt gegeben werden und die Route. Es wurde also gesagt, hier Wilhelm Gustloff fährt an dem und dem Tag von Oslo nach Kiel. Und zwar über Punkt, Punkt, Punkt. Bei Ländern, mit denen keine diplomatischen Beziehungen mehr stattgefunden haben, weil man die diplomatischen Beziehungen abgebrochen hat, man hat das diplomatische Personal ausgewiesen, konnten diese Informationen über die Schutzmacht übermittelt werden. Für Deutschland war es im Zweiten Weltkrieg Schweden. Das bedeutet, über die schwedische Botschaft wurden diese Daten dann an die Alliierten weitergegeben. Interessanterweise trug die Robert Ley als Lazarettschiff keinen grünen Farbbalken um den Rumpf. Warum, habe ich nirgends gefunden. Aber das Schiff wurde trotzdem als Lazarettschiff angemeldet und von den Alliierten akzeptiert. Sie war halt komplett strahlend weiß mit dem Roten Kreuz. Die letzte Fahrt als Lazarettschiff unternahm die Wilhelm Gustloff am 20. Oktober 1940 von Oslo nach Swinemünde, wo 414 Verwundete transportiert wurden. Danach verlegt das Schiff nach Gotenhafen-Oxtöft, wo sie am 19. November 1940 als Lazarettschiff gestrichen wurde. Der Grund war, dass der Betrieb dieses Schiffes als Lazarettschiff zu teuer war.
Das war an Kostengründen. Es war ein Riesenschiff. Man hatte festgestellt, man brauchte diese zwei Schiffe nicht mehr als Lazarettschiffe. Die Transporte von Verwundeten konnten damals auch kleinere Schiffe vollführen, sodass man dann gesagt hat, alles klar, wir streichen die Wilhelm Gustloff als Lazarettschiff. Das heißt, sie wurde abgemeldet bei den kriegsführenden Nationen. Und es erfolgte ein Umbau zum Wohnschiff für die 2. Unterseebootsleerdivision. Warum hat man das gemacht? Man musste dann keine Kasernen bauen oder so, sondern dieses Schiff war praktisch ein schwimmendes Hotel, eine schwimmende Kaserne. Untergebracht wurden dann da die Lehrgangsteilnehmer der 2. U-Boots-Lehrdivision. Das Lehrpersonal wurde dann halt in der Kaserne untergebracht. Das Schiff wurde in Marinegrau gestrichen und bekam später noch einen Tarnanstrich. Und bis zum 30. Januar 1945, also fast 4,5 Jahre, lag dann die Wilhelm Gustloff stationär in Gotenhafen im Hafenbecken Nummer 9. Und im Januar, wir gucken uns speziell den Mitte Januar an, das ist ein Luftbild, wie es heute aussieht, wie Gotenhafen, Gdynia, das polnische Gdynia heute, wie es belegt war. Und zwar lagen dort die Wilhelm Gustloff im Hafenbecken 9. Und nebenan lag das Passagierschiff Hansa, auch als Wohnschiff. Es lagen also zwei Kreuzfahrtschiffe nebeneinander, die als Wohnschiffe dienten. Ebenfalls zu dem Zeitpunkt im Hafen waren der schwere Kreuzer Hipper, das alte Linienschiff Schleswig-Holstein und die Gneisenau. Die Gneisenau war schwer beschädigt durch einen Minentreffer, der das gesamte Vorschiff zerstört hat. Und man hat schon begonnen, die Geschütze und die Bewaffnung auszubauen von der Gneisenau. Das alte Linienschiff Schleswig-Holstein ist bekannt, weil es am 1. September 1939 die ersten Schüsse auf die Westerplatte in Danzig abgab. Außerdem lagen noch kleinere Geräte, also kleinere Fahrzeuge im Hafen, wie Minensuchboote und so weiter und so fort. Aber da ist halt der genaue Liegeplatz nicht übermittelt. Am 18. Januar 1945 gab es den Befehl Alarmküste. Das bedeutet, die Russen haben die Küste erreicht und die Küste wurde direktes Verteidigungsgebiet. Deshalb wurde die Ausbildung aller Truppenteile in Gotenhafen und umzu eingestellt und die Gustloff und die Hansa wurden fahrbereit gemacht. Da beide Schiffe allerdings schon seit Jahren stationiert im Hafen lagen, gab es viel zu wenig ausgebildetes Maschinenpersonal und die Maschinen waren natürlich durch die lange Standzeit, man hatte sie teilweise nur im Leerlauf mal laufen lassen, waren die Maschinen der beiden Schiffe etwas eingerostet. Man hat den Befehl bekommen, am 21.01. die Schiffe klarzumachen. Und man wollte. Damals, zu dem Zeitpunkt, war man ja fast schon eingeschlossen in Gotenhafen in Ostpreußen. Und man wollte ursprünglich das militärische Personal und Gerät nach Westen in Sicherheit bringen. Dazu gab es dann den Befehl, die Hansa sollte das Lehrmaterial der 2. U-Boots-Lehrdivision aufnehmen, das Stabspersonal. Und weil man Platz hatte, sagte man, 3.000 zivile Flüchtlinge nehmt ihr noch mit. Die Gustloff nahm das Personal der 2. Lehrabteilung auf. Alle Marinehelferinnen der Marinedienststellen in und um Gotenhafen. Die schwer Verwundeten der Lazarette von Gotenhafen. Dann gab es in Gotenhafen die Marinefunkstelle MRD. MAD. MRD.
wie sollten sie evakuieren? Und wenn dann noch Restplatz vorhanden war, sollten sie diesen Platz mit zivilen Flüchtlingen auffüllen. Hansa und Wilhelm Gustloff erhielten dazu Flakgeschütze. Und zwar jedes bekam drei Vierlingsflak, 2 cm Vierlingsflakgeschütze, eins am Bug, eins am Heck, eins in der Mitte. Plus, ja, das Bedienpersonal der Flak. Diese Flak gehörten übrigens zur Luftwaffe und zwar keine Marineflak. Man arbeitete eifrig und war am 25. Januar schon fertig, das militärische Personal und Gerät zu verladen. Und am 26.01. begann das Einschiffen der Zivilisten. Und man hat die Zahlen der Wilhelm Gustloff ungefähr. Und zwar waren es 918 Angehörige 2. U-Boot-Lehrdivision auf der Gustloff, 173 Besatzungsangehörige, 373 Marinehelferinnen, 162 schwer verwundete Lazarette und, jetzt kommt eine verrückte Zahl, 7.956 Zivilflüchtlinge hatte man auf die Wilhelm Gustloff gepresst. Als es dann der Befehl zum Auslaufen, als der erfolgte und das Hafengebiet immer noch mit Flüchtlingen voll war, hatte man in absolut letzter Sekunde, als die Maschinen schon liefen, etwa 1.000 Flüchtlinge an Bord gelassen, die allerdings nicht mehr gezählt, registriert oder sonst was wurden. Man hat einfach gesagt, ihr steht da noch rum, steigt mit ein, stellt euch irgendwo hin. Das hat zur Folge gehabt, dass die Leute nachher auf den Gängen, auf den Treppen, überall saßen noch Menschen. Es waren 1.000 Unregistrierte, etwa 1.000 an Bord, sodass man beim Auslaufen etwa auf 10.500 Menschen an Bord kam. Wir erinnern uns, die Maschine war, oder die Wilhelm Gustloff, war ursprünglich für knapp 2.000 Menschen mit Crew und Passagieren gedacht. Es gibt ein letztes Foto der Gustloff beim Auslaufen. Und zwar ein sehr schlechtes Foto. Das zeigt die Gustloff 12:30 Uhr am 30. Januar 1945, wie es in Richtung der Reede Hela ausläuft. Man kennt hier den Tarnanstrich, der ungefähr Mitte 44 angebracht wurde. Manche sagen, es war Ende 43. Genau weiß ich es nicht. Es gibt verschiedene Angaben, aber das ist egal eigentlich. Hier sieht man aber Marine grau gestrichen. Tarnstreifen in grün waren die. Diese Tarnstreifen waren in dunkelgrün aufgetragen. Und wenn man ganz genau hinguckt, sieht man die Tausend von Menschen, die oben auch jeden Zentimeter des Freidecks besetzen. Was war geplant? Das Schicksal. Das kam auf jeden Fall. Es war geplant, dass die Wilhelm Gustloff und die Hansa in einem Geleitzug gen Westen fahren sollten. Und als Geleitschutz sollten das U-Boot-Begleitschiff Wilhelm Bauer dienen, das Torpedoboot Löwe und das Torpedofangboot TF1. Ja, jetzt ging es los. Die Wilhelm Bauer wurde nach Gotenhafen zurückbefohlen, sollte, weil sie noch Platz hatte, 1.000 Flüchtlinge aufnehmen, außerdem ein Depot mit Torpedos leer machen. Und die Hansa hatte einen Motorschaden. Man lief aus, 12:30 Uhr, alle Schiffe liefen aus zur Reede Hela. Es war ein Sammelgebiet praktisch, ein Ankerplatz, ein Sammelgebiet vor der Halbinsel Hela. Und die Hansa hatte einen Motorschaden, konnte keine volle Leistung laufen. Der Gleitzug ankerte vor Hela, 14 Uhr. Kapitän Neitzel, Kommandeur der 2. U-Boot-Division, Kapitän zur See Neitzel, befahl dann der Gustloff zusammen mit der Löwe und der TF1 alleine loszufahren.
Der Kapitän Thorsten Neitzel übrigens wurde im Februar 1945 Kommandeur des Marineregiments 7 der 2. Marineinfanteriedivision, die dann später im April an der Aller bei Verden gegen britische Truppen kämpfte. Als ehemaliger U-Boot-Kommandeur. Um 16 Uhr fuhr dann also die Gustloff mit Löwe und TF1 los. Es wurde dunkel. Und als man aus dem Windschatten von Hela in die, ja, in Anführungsstriche offene Ostsee fuhr, wurde gegen 17 Uhr TF1 durch Wellen schwer beschädigt. Das ist interessant, weil wir kommen da gleich noch zu, so viel Welle war gar nicht. Aber sie war beschädigt und kehrte um. Und der Kapitän Petersen von der Wilhelm Gustloff entschied sich, dann fahren wir mit Löwe alleine weiter. In der Folge fiel bei der Löwe die hydroakustische Anlage aus. Das war das U-Boot-Ortungssystem. Funktionierte ungefähr wie Sonar. Oder das, was die Amerikaner oder Engländer ESDIC nannten. Das war ein großes Problem. Es waren U-Boote gemeldet im Seeraum und man konnte jetzt keine U-Boote mehr suchen. Die Löwe war gleichzeitig, weil sie ein kleines Schiff war, langsamer als die Gustloff. Das bedeutet, die Gustloff musste die Geschwindigkeit drosseln und musste auf das langsamere Begleitschiff warten, was völlig nutzlos war, weil es keine U-Boote orten konnten. Wir gucken uns einmal den Weg an, den die Gustloff nahm. Damals war die Ostsee, wie auch die Nordsee, von sogenannten Zwangswegen durchzogen. In diesem Fall für die Gustloff gab es halt drei Wege. Der Weg 76 führte von der Reede Hela in den Norden. Und dann gab es zwei Wege. Der Weg 57 führte nah an der Küste lang, an einem verminten Seegebiet vorbei. Es gab teilweise Untiefen, die man umschiffen musste. Der Vorteil bei dem Weg 57 wäre gewesen, man war nah an der Küste, schwerer zu orten für U-Boote, weil die U-Boote mussten zwangsläufig, feindliche U-Boote mussten von Norden nach Süden gucken. Sie guckten also gegen die Küste, gegen die dunkle Küste. Ein dunkles Schiff gegen die dunkle Küste ist halt einigermaßen gut getarnt. Das Problem ist, die Wilhelm Gustloff konnte wegen den Untiefen und dem Minenfeld nicht die volle Fahrt laufen. Der Weg 58 nördlich, der war breiter, dieser Weg. Die Gustloff konnte dort eigentlich mit voller Geschwindigkeit in Richtung Westen fahren. Allerdings fuhr man natürlich durch ein Gebiet, was für U-Boote sehr geeignet war. Und gegen 19 Uhr befahl der Kapitän der Gustloff, Kapitän Petersen, die Kursänderung auf den Weg 58. U-Boot-Warnungen lagen bereits vor. Aber die Gustloff hatte einen riesen Vorteil, die Geschwindigkeit. Die Gustloff hätte alleine mit voller Geschwindigkeit vielleicht relativ sicher gen Westen fahren können. Die Gustloff musste jetzt aber auf die langsame Löwe warten. Und das war natürlich ein Problem. Der einzige Vorteil der Gustloff wurde damit freiwillig aufgegeben. Wir warten auf den langsamen Geleiter, der uns nichts bringen kann, und zuckeln dann Richtung Westen. So. Und man fuhr halt ins eigene Verderben. Und wir müssen jetzt ganz kurz zum Wetter sprechen. Die Wetterinformation gab es natürlich auch, ne? Das Torpedoboot T-36 fuhr etwa eine Stunde hinter der Gustloff auf gleichem Kurs. Und zwar hatte sie den schweren Kreuzer Hipper begleitet. Die Hipper hatte sich auch auf den Weg nach Westen gemacht. Und um 20 Uhr meldete die
meldete T36, also etwa eine Stunde hinter der Gustloff. West-Nordwest muss das heißen, nicht NWN, West-Nordwest 4 bis 5, Dünung 2 bis 3, Lufttemperatur 3,4 Grad Celsius. Der Reichswetterdienst um 19 Uhr meldete Wind aus West-Nordwest Stärke 5, Dünung 3, Lufttemperatur minus 2 Grad Celsius. Also ungefähr gleich. In den nächsten Tagen erst fiel die Temperatur noch weiter, weit auf unter 0 Grad. Aber das ist eigentlich völlig egal, ob die Lufttemperatur minus 18 Grad war, minus 2 oder 3,4 Grad. Es war für die Leute im Wasser tödlich. Und der Gegner lag schon auf der Lauer. Und zwar, der Gegner war das U-Boot S-13. Unter dem Kapitän dritter Klasse Alexander Marinescu. Marinescu war ein sowjetischer U-Boot-Kapitän, der sehr in der Kritik stand. Er war sehr häufig betrunken, auch auf Feindfahrten, und stand eigentlich vor seiner Entlassung. Und als Kapitän wegen Betrunkenheit entlassen zu werden, da wusste er, was passiert. Etwa 19 Uhr am 30. Januar nahm er seine Warteposition am Südrand von Weg 58 ein. Er hatte den Druck wegen seiner Trunkenheit und Disziplinlosigkeit. Er wusste, er wird bestraft, wenn er wieder heimkehrt. Er musste einen großartigen Versenkungserfolg vorweisen. Und sein Boot, ne, das war ein Boot der S-Klasse, Stalines-Klasse, war ein Spitzname. Es war nicht offiziell der Stalines, also es war eine S-Klasse. Von der Größe und von den Leistungen war das ungefähr mit einem deutschen Typ 7C-Boot vergleichbar. Marinescu lag also aufgetaucht am Südrand von Weg 58 und beobachtete nach Norden. Er konnte also den Schatten von Schiffen gegen den Himmel sehen. Andersrum wäre das nicht so einfach möglich gewesen, dann hätte er nämlich einen Schatten eines Schiffes gegen die dunkle Küste aufklären müssen. Und was für Marinescu natürlich sehr positiv war oder sehr erleichternd war: die Wilhelm Gustloff hatte tatsächlich zeitweise Positionsleuchten gesetzt, damit der Kontakt zur Löwe nicht abbrach. Um 20 Uhr sichtete Marinescu die Wilhelm Gustloff, zu dem Zeitpunkt mit Positionsleuchten. Sie war recht langsam, sie musste ja auf die Löwe warten. Das bedeutet, Marinescu überholte die Gustloff, setzte sich vor sie und wartete um etwa 21 Uhr, dass die Gustloff in Schussweite kam. Um 21:15 Uhr verschoss er vier Torpedos. In der Literatur steht eigentlich überall, er hat drei Torpedos verschossen. Das ist nicht ganz korrekt, weil einer ging daneben oder war ein Versager. Drei Torpedos haben getroffen, sind detoniert. Und er selber hat nach dem Krieg von vier Torpedos gesprochen. Jetzt ist die Frage, waren es vier, drei, egal, ne? Er war 400 bis 600 Meter weg und diese drei Torpedos trafen. Und zwar, es gibt so 21:15 bis 21:18, sagt man, trafen diese Torpedos. Ne? Und wenn es wirklich vier Torpedos waren, der erste ging am Bug vorbei, schätzt er. Der zweite Torpedo traf den Bug, der zweite Torpedo traf den Bereich des Schwimmbades. Und der vierte Torpedo traf die Maschinenanlage. Im Schwimmbad, das ist auch in dem Film Nachtvideo über Gotenhafen
geschildert. In dem Schwimmbad waren die ganzen Marinehelferinnen untergebracht, die fast alle starben. Ich meine, es sind drei oder vier haben überlebt. Die Folge war ein sofortiger Stromausfall in der Wilhelm Gustloff. Es war im ganzen Schiff sofort dunkel. Es gab keinen Strom mehr für die Funkanlage. Man hatte aber ein mobiles Funkgerät auf der Gustloff und man konnte dort über eine UKW-Verbindung mit der Löwe kommunizieren. Und die Löwe bekam den Befehl, einen Notruf abzusetzen. Das Ding nannte sich offene Kriegsnotmeldung von Löwe. Und der Text war KR, KR Wilhelm Gustloff, wir sinken, Position 58 Grad, 7,5 Minuten Nord, 17 Grad, 52 Minuten Ost, Torpedotreffer. Löwe hat den Notruf abgesetzt. Und er auf der Gustloff begann sofort die Rettungsmaßnahmen. Allerdings, natürlich hatte die Wilhelm Gustloff nur für 2000 Menschen Rettungsboote an Bord. Halt die normale zivile Passagieranzahl. Es waren 20 Rettungsboote und einige Rettungsinseln. Es konnten nur 6 Rettungsboote zu Wasser gelassen werden. Einige waren festgefroren. Man konnte sie nicht freimachen. Sie waren defekt oder sie konnten nicht mehr abgelassen werden. Der Funkspruch von Löwe wurde von diversen Landfunkstellen aufgenommen, aber nicht von den Schiffen, die gerade in der Nähe waren. Es wurden von den Landfunkstellen Schiffe in Marsch gesetzt. Und das waren zum Beispiel der schwere Kreuzer Hipper mit T-36 als Geleitschutz, das Dampfschiff Götting mit dem Torpedoschießboot TS-8 im Geleit, das Motorschiff Gotenland mit dem Minensucher M321 und Torpedoschießboot 2. Es hieß tatsächlich Torpedoschießboot. Dann fuhr ein Geleitzug von Hela nach Swinemünde mit den Geleitschiffen TF18 und TF19. Es waren unterwegs 5 kleinere Flugleitboote, die auch auf dem Weg gen Westen waren. Und in dem Seeraum gab es 2 Typ 21 U-Boote, U2519 und U3007, die beide allerdings auch schon überfüllt waren mit Flüchtlingen und deshalb weitergefahren sind. Der Grund, warum es diese Probleme mit anderen Schiffen gibt, mit der Kommunikation, war, die Löwe hatte die falsche Frequenz. In mancher Literatur ist gesagt, es war die Frequenz der U-Boote. Das ist relativ unwahrscheinlich, weil die Löwe nichts mit U-Booten zu tun hatte. Man schätzt, dass es die Frequenz war der 9. Marinesicherungsdivision in Gotenhafen, die aber mit solchen Rettungsmaßnahmen gar nichts mehr zu tun hatte. Diese Zeitverschiebung kostete halt wertvolle Minuten. Die Gustloff verschoss rote Notsignalraketen. Die wurden dann von der Hipper um 21:30 Uhr gesichtet. Und um 21:45 Uhr empfing auch T-36 den Notruf und den Befehl, zur Rettung zu fahren. Die Hipper wiederum, als schwerer Kreuzer, fuhr mit Höchstgeschwindigkeit gen Westen, beteiligte sich nicht an den Rettungsmaßnahmen, weil es halt zu riskant war. Es waren ja immer noch U-Boote im Gebiet. T-36 fuhr also alleine zur Rettung. Und als die T-36 als erstes Schiff die Gustloff erreichte und sie einmal umrundete, um sich ein Bild zu machen, sank die Gustloff bereits, und da war es 22:18 Uhr. Eine Stunde nach der Torpedierung war das Schiff gesunken. Um 5 Uhr am Morgen des 31. Januar 1945 wurde die Rettung eingestellt. Und die Zahl der Geretteten, das waren 2 Mann, wurden von der Gotenland gerettet, die nach Swinemünde gebracht wurden.
Die Göttin hat 28 Personen gerettet, die nach Swinemünde gebracht wurden. Das Torpedoboot Löwe rettete 472 Personen und brachte diese nach Kolberg. Das Minensuchboot MS 341 rettete 37 Personen, brachte sie nach Swinemünde. Das Torpedoschießboot TS-8 rettete 43 Mann oder Personen, brachte sie nach Swinemünde. Das Torpedoschießboot rettete 98 Personen, brachte sie nach Swinemünde. Das Torpedoboot T36 brachte 564 Leute nach Sassnitz. Das Torpedofangboot TF-19 brachte 7 Gerettete zurück nach Gotenhafen und das Vorpostenboot VP 1703 brachte eine Person nach Gotenhafen. Man darf nicht vergessen, die Schiffe, die im Konvoi nach Westen unterwegs waren, hatten ohnehin schon Flüchtlinge an Bord. Es gab noch weitere Schiffe, die am nächsten Tag eintrafen, also am 31. Januar, aber die konnten nur Tote finden. Insgesamt wurden 1252 Personen gerettet. Es gab Flugboote in dem Bereich, aber diese konnten alle nicht starten, weil das Wetter einfach zu schlecht war. Der Verlust der Gustloff wurde tatsächlich nur ein einziges Mal in der Lagebesprechung des Oberbefehlshabers der Marine angesprochen, und zwar am 31. Januar 1945, 11:55 Uhr. Wurde in der Besprechung der Verlust angemerkt. Und damals ging man von 5000 Betroffenen aus. Man wusste also auch überhaupt nicht, wie viele Menschen wirklich an Bord waren. Ganz kurz zur rechtlichen Lage. Geht ganz schnell. Die Wilhelm Gustloff war kein Lazarettschiff mehr, sondern ein Transportschiff der Kriegsmarine. Sie war getarnt, bewaffnet, fuhr in einem Geleit. Und damit war die Versenkung hundertprozentig zweifellos im Rahmen des Kriegsrechts. Es war kein Kriegsverbrechen. Übrigens, derselbe Marinescu mit seinen S-13, derselbe Kommandant, versenkte 10 Tage später noch die Stäuben. Unter denselben Umständen. Auch ein Transportschiff der Kriegsmarine mit Flüchtlingen befüllt auf dem Weg nach Westen. Marinescu übrigens. Dem hat das gar nichts gebracht. Er hat eigentlich gehofft, er ist damit gerettet und würde vielleicht sogar zum Held der Sowjetunion werden. Wurde er nicht, er wurde nach dem Krieg unehrenhaft entlassen, wegen seinen Disziplinlosigkeiten und seinen Alkoholexzessen. Wenn ein russischer oder sowjetischer Kapitän wegen Alkoholkonsum entlassen wird, dann musste er wirklich schon ziemlich viel getrunken haben. Und er stürzte nach dem Krieg dann ab, sozial, und starb nachher relativ verarmt und einsam und wurde tatsächlich erst 1992 rehabilitiert und ausgezeichnet für die Versenkung der beiden Schiffe. Heute liegen die Reste der Wilhelm Gustloff immer noch in der Ostsee, natürlich. Es ist ein geschütztes Kriegsgrab. Wurde aber besonders in den 1990ern von unbekannten Personen völlig ausgeplündert. Man schweißte Löcher in den Rumpf, man klaute, was nicht nied- und nagelfest ist. Der Grund ist ja sehr abenteuerlich. Man hat vermutet, dass neben den Flüchtlingen Kunstschätze, Gold und sogar das Bernsteinzimmer als Fracht auf der Gustloff war. Ob irgendwas davon an Bord war, wissen wir nicht, weil wir wissen ja auch nicht, wer es ausgeplündert hat. Der Mittelrumpf der Gustloff ist mittlerweile in sich zusammengefallen. Man geht davon aus, dass es durch Sprengungen so beschädigt wurde, weil man in den Innenraum wollte, dass es jetzt fast zerstört ist. Und der Zustand des Wrackes, der wird von Jahr zu Jahr schlechter. Es fahren also immer mal welche hin, gucken nach. Taucher mit Genehmigung dann natürlich. Und es ist mittlerweile wirklich ein Wrack. In ein paar Jahren wird man nichts mehr davon sehen wahrscheinlich.
Und es sind ungefähr 8000 Menschen bei diesem einen Fall gestorben. Ich sage es jetzt nicht mal, es ist eine Katastrophe. Ja, es war eine Katastrophe für die Menschen. Es war halt eine Versenkung im Krieg. Und das Traurige ist, dass immer noch sehr viele diese Toten benutzen, um das zu instrumentalisieren. Ähnlich wie im Fall von Dresden. Und das sollten wir vielleicht einfach mal bedenken, dass es Krieg war und auch wenn die Zivilisten an Bord sicher Opfer waren, darf man vielleicht auch nicht vergessen, dass Deutschland den Krieg begonnen hat. So, so viel zum Thema die Versenkung der Gustloff und die Abläufe. Und ja, ich hoffe, war ein bisschen was Neues dabei. Anmerkungen und Änderungen gerne in die Kommentare. Und ja, ich wünsche euch einen angenehmen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.